Hallo mein Freund, ich setze das Thema der Sozionik fort und es geht um Persönlichkeitseigenschaften und Fehlvorstellungen über diese Eigenschaften. Aus meinem Video Nummer 1 wissen wir, dass ein Mensch von der Natur entweder rational oder irrational, logisch oder ethisch, intuitiv oder sensorisch, extrovertiert oder introvertiert sein kann und diese Eigenschaften mischen sich nicht. Aus diesen vier Dichotomien lassen sich insgesamt 16 Soziotypen oder Persönlichkeitstypen ableiten. Und du hast auch einen von diesen 16 Typen. Und das verstößt nicht gegen deine Einzigartigkeit. Es ist nur dein Psychoskelett. Solche Faktoren wie zum Beispiel Erziehung, Bildung und Einfluss der Umgebung sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Und deswegen unterscheiden wir uns auch. Und auch äußerlich unterscheiden wir uns. Man kann also nicht genau vorhersagen, wie sich ein Mensch in einer Situation verhält. Denn jeder kann eine beliebige Entscheidung treffen, die von mehreren Faktoren abhängt. Dennoch, unterbewusst reagieren Menschen mit gleichen Soziotypen auf gleiche Dinge ähnlich. Von der Natur haben sie auch ähnliche psychische Neigungen, Vorlieben und Einstellungen. Nun möchte ich alle diese Eigenschaften genau beschreiben. Als Beispiel habe ich speziell diese zwei Personen gewählt, weil sie sich in allen vier Dichotomien unterscheiden. Ein extrovertierter Mensch, in diesem Fall Saruman, ist nach außen gerichtet, nimmt also die Energie von außen und betrachtet Menschen als Objekte und hält ihre Eigenschaften für wichtig, wichtiger als ihre Beziehungen. Und ein introvertierter Mensch ist nach innen gerichtet. Und seine Energiequelle ist im Inneren. Er betrachtet Menschen als Subjekte und hält ihre Beziehungen für wichtig, also wichtiger als ihre Eigenschaften. Außerdem, ein extrovertierter Mensch, im Unterschied zu einem introvertierten Mensch, beeinflusst lieber eine Situation, fühlt sich wohler im Team als allein und denkt globaler. Und ein introvertierter Mensch passt sich lieber an eine Situation, braucht mehr persönlichen Raum und denkt lokaler, aber tiefer. Es gibt aber auch Fehlvorstellungen über diese Eigenschaften. Man kann denken, dass ein extrovertierter Mensch immer kontaktfreudig und gesellig ist, während ein introvertierter Mensch nicht kontaktfreudig und irgendwie verschlossen ist. Das ist aber nicht so. Alles hängt von Umständen ab. Ein extrovertierter Mensch kann ziemlich verschlossen sein und seine Umgebung nur von der Seite beobachten. Während ein introvertierter Mensch kann sehr gesellig sein, viel reden und erzählen, besonders mit Menschen, die ihn gut kennen. Also, man soll diese Dichotomie mit Kontaktfreudigkeit nicht verwechseln. Ja, das ist nicht dasselbe. Und nun die nächste Dichotomie. Ein sensorischer Mensch konzentriert sich auf konkrete Informationen, Details, Fakten und körperliche Empfindungen, während ein intuitiver Mensch sich auf verallgemeinerte Informationen, abstrakte Dinge, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten konzentriert. Außerdem ist ein sensorischer Mensch eher ein Praktiker. Er lebt hier und jetzt, sieht offensichtliche Dinge, ist bodenständig und hat ein besseres Ortsgefühl, während ein intuitiver Mensch eher ein Theoretiker ist. Er lebt in der Vergangenheit und in der Zukunft, sieht nicht offensichtliche Dinge und hat ein besseres Zeitgefühl. Und schließlich ist für einen sensorischen Mensch im Vergleich zu einem intuitiven Mensch das körperliche Wohlbefinden wichtig und er lenkt die Aufmerksamkeit auf das Aussehen einer Person, mehr als ein intuitiver Mensch. Und für einen intuitiven Mensch ist das geistige Wohlbefinden wichtig. Und er lenkt die Aufmerksamkeit auf den Inhalt einer Person. Und es gibt auch hier Fehlvorstellungen. Zum Beispiel, einige Menschen denken, dass ein sensorischer Mensch, ein Sensoriker, zu banal ist, weil seine Fantasie oder Vorstellungskraft zu schwach ist. Das ist nicht so. Die Vorstellungskraft hängt nicht vom Typ ab.
Das ist eine individuelle kognitive Gabe, die jeder bis eigene Grenze entwickeln kann. Ein Sensoriker zieht es aber vor, über die Gegenwart zu denken. Somit unterdrückt er oft seine Fantasie, kann aber diese gegebenenfalls auch entwickeln und einsetzen. Und andererseits kann man denken, dass ein intuitiver Mensch nur abgestumpfte körperliche Sinnesgefühle hat. Das ist auch nicht wahr. Die Sinnesgefühle funktionieren bei allen Menschen gleich. Ein intuitiver Mensch, macht aber dies weniger wichtig und zieht es vor, sich nicht auf den materiellen Sinne zu konzentrieren. Das heißt aber nicht, dass er weniger Schmerz- oder tonempfindlich ist. Und es gibt noch eine Fehlvorstellung. Ein intuitiver Mensch ist nicht in der Lage, mit den Händen zu arbeiten, können viele denken. Naja, die Fähigkeit, mit den Händen zu arbeiten, hängt vom Typ wenig ab. Das ist eine körperliche Gabe, die sich auch sehr stark entwickeln lässt. Intuitive Menschen haben aber eine andere Einstellung zur Arbeit. Sie bevorzugen sich mit einer kreativen Tätigkeit zu beschäftigen, sondern nicht mit Haushalt und Alltagssachen. Sie machen also keine Routine. Nun kommen wir zu Logik und Ethik. Ein logischer Mensch wiegt bei Entscheidungen Fakten. Für ihn ist wichtig, richtig oder falsch, wirksam oder unwirksam, billig oder teuer. Er denkt eher objektiv. Und für ihn ist wichtig, was eine Person tat oder sagte und warum. Er ist sachlich, aber nur wenig mit Empathie ausgestattet. Während ein ethischer Mensch bei Entscheidungen die ethischen Verhältnisse zur Sache wiegt. Das heißt, für ihn ist wichtig, gut oder schlecht, gefällt oder missgefällt, interessant oder langweilig. Und er denkt eher subjektiv. Für ihn ist es wichtig, wie eine Person etwas tat oder sagte und warum genau so. Er ist mit Empathie ausgestattet und ist in der Lage, Menschengefühle bewusst zu manipulieren. Und es gibt auch hier große Fehlvorstellungen. Die erste Fehlvorstellung ist, dass Logiker gefühllos sind. Naja, selbstverständlich haben Logiker auch starke Gefühle. Sie halten es aber nicht für notwendig, eigene Gefühle anderen zu demonstrieren. Bei Entscheidungen versucht ein Logiker weniger über die Gefühle zu denken. Deswegen übernimmt er in menschlichen Zwischenbeziehungen und Emotionen lieber keine Führungsrolle. In diesem Bereich kann er jedoch ohne Problem eine Methode erlernen. Die zweite Fehlvorstellung ist, dass Ethiker nur eine schwache analytische Fähigkeit haben. Die Analysefähigkeit hängt vom Typ nicht ab. Das ist eine kognitive Gabe, die jeder bis eigene Grenze entwickeln kann. Für Ethiker sind aber nackte Fakten und konkrete gefühllose Details kaum interessant. Ein Ethiker kann eine analytische Methode ohne Problem erlernen und gegebenenfalls einsetzen, wenn diese für die Sachen, die ihn interessieren, angewendet werden kann. Unter Schauspieler, Politiker und Schriftsteller findet man oft nicht nur Ethiker, sondern auch Logiker. Zum Beispiel der Schriftsteller Jack London. Der ist extrovertiert, intuitiv, logisch und rational. Wie alle Schriftsteller gibt Jack seinen Figuren Charaktere und beschreibt ihre Gefühle. Er tut es aber auf eigene Art und Weise. Und auch Arnold Schwarzenegger. Er ist also introvertiert, sensorisch, logisch auch und rational. Und er ist dabei ein Schauspieler und Politiker. Er spielt in den Filmen besonders gut seine Rolle, die genau zu seinem Typ passt. Er macht das aber nicht so wie Ethiker, sondern auf eigene Art und Weise. Andererseits, unter Wissenschaftler findet man oft nicht nur Logiker, sondern auch Ethiker. Zum Beispiel der Mathematiker und Philosoph Bernard Russell. Der ist extrovertiert, intuitiv, ethisch und irrational. Und ich bin Atmosphärenphysiker, Meteorologe. Dabei bin ich introvertiert, intuitiv, ethisch und irrational. Hier kann man eine gerechte Frage stellen. Was ist der Unterschied zwischen Logiker und Ethiker in Wissenschaft und auch in anderen Bereichen? Der Unterschied liegt daran, dass sie sich für unterschiedliche Sachen im gleichen Bereich interessieren. Zum Beispiel, ich habe mich für die physikalische Richtung entschieden, weil die Naturzusammenhänge mich fasziniert haben. Ich wollte diese besser verstehen und zusammenfassen.
um ein gutes Gesamtweltbild zu bekommen. Ich vermittle gerne die Umweltverständnisse für ein breiteres Publikum und ausdenke gerne Ideen, die das Weltbild vervollständigen könnten. Ich bevorzuge aber, etwas Neues nur auszudenken, nicht dieses praktisch zu überprüfen, da in Praxis man ziemlich viel mit Messfehler und Details zu tun hat. Logiker zum Beispiel, besonders Sensoriker, haben mehr Spaß in diesem Bereich zu arbeiten. In der gleichen Branche konzentrieren Logiker und Ethiker ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge und können somit einander auch helfen. Eine ähnliche Situation ist auch mit sensorischen und intuitiven Menschen. Rational und irrational. Ein rationaler Mensch ist ein Planmensch. Aufstellt lieber Pläne und bewegt sich zum Ziel entlang dieser Pläne. Arbeitet lieber in einer linearen Abfolge. Neue plötzliche Gelegenheiten werden später in einen anderen Plan aufgenommen. Arbeitet gleichmäßig, haltet sich an Struktur. Und ein irrationaler Mensch ist ein Spontanmensch. Von zu starren Plänen fühlt er sich eher eingeengt. Die Aufgaben werden oft parallel erledigt. Er ist offen für neue Gelegenheiten und orientiert sich auf Umstände. Er kann auch gut improvisieren, arbeitet wellenförmig, das heißt die Anregung ist für ihn wichtig, und haltet sich an Strom. Für diese Eigenschaften gibt es auch Fehlvorstellungen. Zum Beispiel, Menschen können denken, dass ein rationaler Mensch vernünftig und ein irrationaler Mensch unvernünftig ist. In Wirklichkeit hat das mit diesen Begriffen nichts zu tun. Es kann zum Beispiel scheinen, dass in einer geplanten Situation ein rationaler Mensch sich vernünftiger verhält. Ja? Aber wenn wir das Verhalten von diesen Menschen in einer für sie ungeplanten Situation betrachten, dann tauschen sie ihre sozusagen Vernunft- und Unvernunft-Rollen. Das alles ist ziemlich subjektiv und situationsabhängig, also mit Vernunft nichts zu tun. Gut. Und wenn wir alle diese Eigenschaften kombinieren, dann bekommen wir insgesamt 16 Soziotypen, also Persönlichkeitstypen, die man hier ziemlich anschaulich sehen kann. Zu jedem Typ zeige ich jetzt auch eine Person, damit es noch anschaulicher wird. Dieser Kerl ist zum Beispiel Don Quixote vom Typ. Und der sowjetische Marschall Voroschilow ist Dumas vom Typ. Schrödinger ist Robespierre. Und dieser Schauspieler ist Hugo. Gagarin ist Jesenin. Statham ist Zhukov. Che Guevara ist Hamlet. Und Angela Merkel ist Maxim Gorki vom Typ. Jacques Chirac ist Cäsar. Einstein ist Balzac. Dieser Schauspieler ist Dreiser. Und Ronald Reagan ist Jack London. Der Mann ist Gaben. Und dieser Kerl ist Huxley. Die Eiserne Lady ist Stirlitz. Und der letzte russische Zar ist Dostojewski. So kann man vielleicht eine bessere Vorstellung von diesen Persönlichkeitstypen haben. Und man sieht, dass alle diese Typen auf 4 Quadren aufgeteilt sind. Alpha, Beta, Gamma und Delta. Und was genau diese Quadren bedeuten und welche Beziehungen diese Typen zueinander haben, erzähle ich demnächst. Und jetzt tschüss.